Am Dienstagvormittag hat sich im Bautzner Stadtteil Gesundbrunnen ein tödliches Familiendrama abgespielt. Anwohner informierten die Polizei, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gustav-Hertz-Straße eine Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei. Für die 32-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Eine Polizeistreife nahm wenig später den 34-jährigen Ehemann im Stadtgebiet vorläufig fest. Er leistete keinen Widerstand. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit im Gewahrsam der Polizei und wird vernommen. Die näheren Tatumstände sind gegenwärtig noch ungeklärt. Die drei Kinder der Familie im Alter von 2, 7 und 11 Jahren kommen derzeit bei Angehörigen unter und werden auch vom Jugendamt sowie vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat die rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams angeordnet. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.